Starten Sie Ihre Motoren! In Cars erwartete Zuschauer in erster Linie Autos. Ich bin halt ein schnittiges, schnelles, amerikanisches Rennauto. Ein schöner Angeber. Der Lightning McQueen, der ist ja am Anfang auch so, wow, ja, ich bin jetzt hier und ich bin der neue Champion im Rennen. Ein junger, aufstrebender Star, der gern die Nummer 1 sein möchte. Das ist ein amerikanisches Muscle Car. Ka-chow! Lightning McQueen lernt, dass es unheimlich schön ist, Freunde zu haben. Als ich gefragt wurde, ob ich die Sally synchronisieren möchte, da dachte ich auch, ich so, wow, um Autos handelt es sich da und dann sollst du noch um Porsche sprechen. Wie geht das irgendwie? Red, du hast was übersehen. Gleich da, siehst du? Auf der Haube, genau da. Wie soll ich denn jetzt ein Auto sprechen? Irgendwie wusste gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Hey, sehe ich da hinten etwa ein kleines Zierstreifen-Tattoo rausblitzen? Aber das geht. Ich bin Lightning McQueen. Lightning McQueen. Ja. Es ist eigentlich dann letztendlich wurscht, ob man einen Fliegenpilz, einen Kürbis, einen Fisch oder ein Auto spricht. Du, McQueen. Ehrlich, das war eine echt beneidenswerte rennsportliche Leistung. Von mir. Ja. Es gibt nicht einen Menschen in dem Film, sondern alles sind Autos und das ist natürlich klasse. Ich bin Cory Tobowitz und berichte live von der Rennstrecke. Ich habe auch nie das Gefühl, ich habe hier ein Auto, sondern es ist halt dann irgendwann Luigi oder De Guido und wie sie alle heißen. Luigi ist ja nur Fan von die Ferrari. Ein Auto ist eigentlich auch nur ein Mensch. So sehe ich das auch. Wenn man Super Plus im Bauch hat, dann kann man auch locker, geht was vor. Kann man locker vorwärts fahren, kann man gut fahren, kann man gut reden. Ich habe zum Beispiel versucht, dem Auto eine rostige Stimme zu geben. Durch dich war das ein Bombenjahr, Lightning! Na, ich fühlte mich auch so ein bisschen wie so ein Kleinbus. Ich habe heute Morgen extra noch viel gegessen, damit ich auch aussehe wie ein Kleinbus. Und das hat funktioniert. Da ist er! Blöd lachen ist das Schönste. Ich dachte am Anfang, es ist viel einfacher. Ich komme da rein und sage, Hallöchen, ja, hallo, wir, im Winter frieren die Türen ein. Im Winter frieren... Machen wir nochmal? Aber so einfach ist das gar nicht. Zum Beispiel, und yeah, und super, und Bussi. Wir lieben dich, McQueen! Das ist fantastisch, gell? Im Fahren habe ich mir viel leichter getan. Hey, mein Freund, du hast eine gehörige Portion Mut. So kleine so, oder und so Quietscher sind oder so, das macht natürlich Spaß. Oh, das ist nur, das ist richtig, man denkt, man sitzt in dem Auto wirklich drin. Wieso nennt er mich Thunder? Weil der Donner immer nach dem Blitz kommt, dem Lightning. Kabin. Da muss man sich einfach drauf einlassen. Und dann funktioniert das schon. Ich muss mich, glaube ich, atemtechnisch ein bisschen erholen. Genau. Guten Morgen, hallo. Hey, Fred. Perfect line. Das hat Spaß gemacht und umso mehr, weil ich es noch nie gemacht habe. Und meine Antwort war wieder nein. Das wäre eine Katastrophe. Ciao. Eine echte Ferrari. Das ist der glorioseste Tag von meinem Leben.